So, hier bin ich auch schon wieder mit Let's Play GTA San Andreas und wir machen gleich die nächste Torino-Mission. Wenn CJ sich mal ein bisschen schneller bewegen würde. So, hier sind wir auch It's amazing. What's up now, Torino? This history, it's all lies. It says Hitler killed himself and then we nuked Japan. And people believe this shit. Well, if it makes them sleep better at night, I guess. Hey man, what did you want? Is you gonna free my brother? No, not now. And here's a little newsflash. I said that to get you to do something for me. Man, you real fucked up. But the shocker is, we are gonna look after him. Because I need him alive as much as you do. Oh, thanks. You know, after what you've done for me, it's like you're a pro now. I got double agents in Panama. I want to put a price on your head. A Russian spy, a little fat Boris-looking guy. He's asking for clearance to interrogate you. Russian style. Calipers on the genitals. Feels good. You'd like it. That ain't nothing cool, man. Just leave me alone. You bad news. Don't worry about it. The Russians got bigger things to worry about than your genitals, believe me. The whole country went to shit. You know, we tried hard to put a lid on it, but that idiot Gorbachev with his little strawberry in his forehead, he gave away the crown jewels. Still, they got their, you know, their boy in the White House. That was nice. So? What you want me to do? Now listen, I need you to buy me some property, okay? Shouldn't cost that much. You offer them a dollar. If they give you a hard time, kill them. I'm gonna need you to start doing some real wet work here for me soon, okay? Enough of this little girl bullshit. Now get out of here. Come on, beat it. Ah, wir sollen jetzt mal eine richtige Mission machen und nicht dauernd diese Mädchenmission, wie er gerade so passend erwähnte. Natürlich, natürlich. Wir haben ja in der letzten Mission bloß ein paar tausend, aber Millionen Hubschrauber, CIA-Hubschrauber vom Himmel geholt. Ja, das ist natürlich Mädchenstyle. Klar, das sage ich auch jedes Mal, wenn ich in die Arbeit komme. Ey, Alter, hast du erst hier ein paar CIA-Hubschrauber runtergeholt? Was bist denn du für eine Pussy, Mann? Hier, Flugzeugfriedhof, das musst du kaufen, dann bist du ein Mann. So, wie fahren wir da? Wir fahren am besten so irgendwie. Ach, da kommen wir dann schon irgendwie hin. Ne? Wir fahren einfach mal blind drauf los. Dort vorne ist schon wieder Action. Und man hat schon wieder Soundbugs, denn ich habe die Sirene von dem Polizeiwagen nicht gehört. Ups, ups. Da rutscht das Auto. Das Auto ist ziemlich rutschelig unterwegs. Irgendwie seit dem großen Streit mit CJ. Wow, Kamera. Seit dem großen Streit mit CJ habe ich irgendwie. Oh, da ist eine Mauer. Habe ich irgendwie null Peil mehr vom Autofahren. Also, das merkt man schon. Ich kann das irgendwie überhaupt nicht mehr. Ich weiß nicht, woran das liegt. Kein Plan. Wirklich. Aber gut, das ist jetzt die Mission, wo wir. Die absolute Bad Guy, Badass Mission. Wo wir den Flugzeugfriedhof kaufen sollen und dann wahrscheinlich die Flugmission anfangen. Ja. Nice. Absolut nice. Ich weiß jetzt noch nicht genau, wie ich das machen werde. Weil ich schätze mal, sobald ich den Flugzeugfriedhof kaufe, ist die Mission abgeschlossen. Und das wäre dann bloß ein 1-Minuten-Video oder so. Aber das ist ja irgendwie eine eigene Mission. Und ich mache das ja so. Pro Mission ein Video, ne? Habt ihr ja sicher alle mitbekommen. Aber ein 1-Minuten-Video hochladen ist ja auch irgendwie lame. Also, finde ich jetzt zumindest. Wir kaufen das Ding jetzt erstmal vielleicht. Vielleicht. Upp, vielleicht machen wir da, setzen wir dann gleich noch die Flugschule hinterher. Ich weiß es noch nicht. Wir gehen erstmal ans Telefon. Yo, CJ. It's like Jethro, dude. Hey, Jethro, how is it? Yo, dude. The garage is coming along nicely, man. But I rang about something else. There's an unofficial street racing club in San Fierro. Unofficial as in illegal, right? I don't know what you're talking about, dude. Anywho, they meet up around the driving school someplace. Thought you might, you know, like to know. Thanks, Jethro. I'ma think about it and I'll holler at you. Later, man. Okay, wir können jetzt auch schon illegale Rennen fahren. Und das werden wir dann auch irgendwann machen. Jetzt kaufen wir aber erstmal diese schöne Immobilie. Wenn man das mal als Immobilie bezeichnen kann. Gut, genau, hier ist die Schule. Wir haben jetzt keinen Auftrag bekommen. Gar nichts. Also in dem Sinne wäre dann das Video eigentlich fertig. Aber wir machen gleich die. Nee. Erstmal. Nee, nicht speichern. Erstmal machen wir jetzt eine Prüfung von der Flugschule, um dem Video noch ein bisschen Würze zu verleihen. Ja, hier bin ich auch schon. Well, Carl, so what do you think of our new base of operations?
It's missing something. Maybe a tennis court and a pool would help motivate me better. Very nice call, very cute. So listen, now, you're gonna have to learn how to fly. No, I ain't. Yes, actually you are. I set out a series of tests for you. You can access them on that TV. You're gonna have to prove to me that you can fly if you're gonna continue working towards your brother's freedom. Shit, whatever, man. Very nice. Ja, jetzt geht's los. Der Albtraum beginnt hier mit Learning to Fly. Du brauchst 70% oder mehr, bla bla bla. Wir sollen einfach mal starten, okay? Start. Wir starten los. Nimmt sich das Heck des Flugzeuges, drücke AB, was? Drücke jetzt AB, ah, okay. 2, um Fahrwerk einzuholen. Okay, das ist doch alles mal ganz easy. Kann ich mit der Maus auch lenken? Ja, das machen wir aber nicht. Mit der Maus tun wir nicht lenken. Denn so overpowered bin ich nicht. What the... Oh, Mann. Das ist schon wieder hier. Ich hätte nicht mit der Maus anfangen sollen. Jetzt kriege ich die Kiste nicht mehr unter Kontrolle. Gut, aber es ist gegangen. Okay, Silber. Das ist noch völlig in Ordnung, Silber. Deswegen machen wir gleich die nächste. Silber ist absolut... Wir brauchen kein Gold, wirklich nicht, weil das wird dann bei den späteren auf jeden Fall noch viel schwieriger alles. Und deswegen werden wir das gar nicht erst probieren, überall Gold zu holen. So, wir drosseln den Motor ein bisschen. Ein bisschen kann ich da tauchen. Wow, wir spielen Gummiball. Yay. So, jetzt müssen wir nur noch da irgendwie in die Markierung rein. Ah, natürlich möglichst zeitlich. Ah, das war jetzt richtig schlecht. So, auch Silber, okay, passt, alles in Ordnung. Das ist doch super. Kreise über den Flugplatz, ja, das sollten wir hinkriegen. Welcher Uhrzeiger sind, das ist völlig egal, gegen oder mit, das ist mir eigentlich egal. So, wir starten erstmal. Das ist ja alles jetzt noch Pillepalle, ne? Das sollte man noch hinkriegen. Auf jeden Fall kriegen wir das hin. So, mit Q und mit E kann man die Ruder ein bisschen so... Ah, da kann man dann so drehen, das Flugzeug, und nicht immer so, wie ich es mache. Ach, das ist doch lame, wir machen das, wenn dann schon richtig hier, wie ein Stuntflugzeug. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Das war jetzt nicht so toll. Aber gut, das ist alles bloß eine Übungssache, Leute. Das kriegen wir alles hin. Wir müssen es hinkriegen, um Sweet aus dem Gefängnis zu holen. So... da ist die nächste Markierung. Oh, Mann, 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 wie ich einen Kack zusammenfliege. Oh, ich zitter, beziehungsweise mein Flugzeug zittert. Höher, höher, höher und lenken und darüber und jetzt. Ah, oh Mann, hoffentlich muss ich nicht noch landen nach dieser extremen Show meiner... Ja, Vorführung meiner Fähigkeiten, schon wieder Silber, ja, das ist doch super. Kreise und landen, oh nee, jetzt kommt das, okay. Da kriegen wir auch hin. Das kriegen wir alles hin. Das kriegen wir alles auf die Reihe, Leute. So, erstmal Fahrwerk wieder einholen. So. Oh Mann. Wenn es wenigstens ein anständiges Flugzeug wäre, aber nicht sowas. Das ist doch... So, hier jetzt rüber, zack, oh, da, 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 da. Ja gut, ich fliege schon ein bisschen ruhiger jetzt gerade in dem Moment. Zumindest probiere ich es irgendwie, das alles ein bisschen kontrollierter aussehen zu lassen. Ja, wird doch, wird doch. Oh, 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 jetzt geht schon wieder los. Oh, da, 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 wir müssen darüber. Wir müssen darüber. What the... Wo ist denn der... Ich habe einen Checkpoint verpasst, oder wie sehe ich das? Hä? Hä? Was macht denn der da? Ich habe dich doch voll erwischt. Oh, nee! Sturzflug! Mann! Ja, das können wir zeitlich schon mal voll verratzen, deswegen... Außer Gefecht, Mission fehlgeschlagen. Was? Das ist ja bloß Fahrschule, da... Oh, nee, oder... Oh, nicht dein Ernst jetzt. Ah, doch, ist deren Ernst. Ah, wie nice. Gib mir das Taxi. Mann, das ist jetzt nicht dein Ernst. Jetzt habe ich echt den ersten Krankenhausbesuch auf dem Deckel, weil ich auch nicht gespeichert habe. Aber gut, das ist jetzt nicht so wichtig. Wir fahren jetzt zurück.
Und dann werden wir mal abspeichern und dann werden wir das ganze Ding im nächsten Video nochmal probieren. Oh. Oh, und komm, in die Tankstelle reinrutschen, wie wär's? Ich muss eh tanken. So. Nee, Quatsch, muss ich nicht. Ja. Wir werden jetzt zurückfahren und dann werden wir das Ganze mit dem Kreisen und Landen werden wir dann im nächsten Video nochmal probieren. Ich war mir aber ziemlich sicher, dass ich eigentlich den Checkpoint, den ich angeblich vergessen hätte, mitgenommen habe. Ich dachte, ich hätte es auch so bling machen gehört. Wisst ihr? Aber anscheinend habe ich mich da getäuscht. Anscheinend bin ich doof. Und das Spiel hat immer recht. Mann, was ist denn los hier? Ich komme nicht mal den Hügel da hoch. Oh, ey, wie nice, wie nice. Wie nice ist das Spiel doch gerade zu mir. Yay. Oh. Ja, okay, ist gut. Ja, wir wissen es. Oh, ist das... Jetzt war ich echt im Krankenhaus, weil ich zu faul war zum Speichern. Ah. Oh. Naja, gut, okay. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Wenn wir die ganze Flugschule nochmal machen und nicht die ganze, halt die paar Sachen, was noch übrig sind. Zack, und du landest auf deinen Rädern, weil ich das geplant habe, ja. Wir werden die ganze Sache dann nochmal machen. Zumindest nicht alles, wie ich gerade tausendmal versucht habe zu erklären, aber ich irgendwie zu blöd dafür bin, das auf den Punkt zu bringen. Also, bis zum nächsten Video. Bis dann. Okay, den Anruf nehmen wir noch mit. Hast du nochmal Glück gehabt? How's the flying coming along? Yeah, well, shit, man. I was gonna holler at you about that, because, you know, I'm... Will you listen to yourself? Admit it. You're scared. Maybe just a little. Until you've walked right into the middle of a Bedouin armed dealer's camp with nothing but a briefcase full of cash, you don't know the meaning of fear. Oh, yeah? Try going to the swap meet in Idlewood sometime. Learn to fly, Carl. Alter, ich bin gerade abgestürzt. Ich habe vielleicht ein bisschen Angst. Es ist voll selbstverständlich. Aber gut, wir wollen jetzt nicht das weiter breit treten, das Thema. Wir wollen uns beim nächsten Video wieder hören. Also, bis dann.